Wir sind auf der Suche nach den richtigen und nicht nach den besten. Das ist ganz wichtig. Und wir wollen gerne eine heterogene Gruppe finden an Auszubildenden, die in ihrem gemeinsamen Interesse für die IT, aber trotzdem ganz viele verschiedene Fertigkeiten und Stärken mit einbringen, wo jeder vom anderen profitieren kann. Und gerade im IT-Bereich, es gibt ganz viele agile Teams, man muss sich ständig auch auf neue Personen einstellen, in anderen Kontexten denken und arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch mit sehr diversen Menschen arbeitet und das auch für sich als Gewinn erkennt. Auch wenn wir hier ein Teil der Verwaltung sind und für die Verwaltung arbeiten, erbringen wir doch eine Dienstleistung. Wegen der Diversität auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, ist es eben genau wichtig, in der Lage zu sein, die Perspektive einnehmen zu können. Wir haben unter anderem unser Auswahlverfahren überarbeitet und waren da ganz mutig und haben alles, was wir bis dahin gemacht haben und von dem wir natürlich auch überzeugt waren, dass es richtig ist, auf den Tisch gelegt und haben gesagt, jetzt schauen wir mal durch eine andere Brille darauf. Wir haben auch durch die Zusammenarbeit mit BQN überlegt, welche alternativen Zugänge gibt es für Jugendliche in einer Ausbildung und da ist das qualifizierte Praktikum ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, um voneinander zu erfahren, ob man zueinander passt. Das ist ein kleiner Schritt, der ein bisschen Arbeit gemacht hat, aber der sehr, sehr viel Output gebracht hat und uns einen ganz anderen Blick auch auf die Menschen gebracht hat, die dann im Auswahlgespräch vor uns sitzen.